أذوب لفرط تقصيري وجهلي حين أعصيك شعور في يحرقني فأسجد كي أناجيك مسيكين إذا يغفو يعود إليك يعود إليك يأتيك يعود إليك يأتيك اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليبك جبستم إسلام Liebe Geschwister-Islamen, nach einer langen Reise und einer langen Untersuchung, ich habe was gefunden in der Bibel. Uqsum billah, die Christen und die Juden, die haben keine Chance mehr, dass die nicht Muslime werden. Ich sage das nicht alles Hass, sondern aus alles Liebe. Aus Liebe sage ich das. Weil die Wahrheit, wie Allah sagt, die kennen Muhammad, die kennen das Islam, die Wahrheit, wie ihrem eigenen Kinder. Du kannst nicht dein Kind verwechseln. Allah sagt zum Koran. Wallahi, diese Video ist ein Schock. Für die Muslime, für die Christen, für die Juden auch. Auf eine gute Art. Nicht Schock, wie man das glaubt, aber eine gute Art. Und nach diesem Video, ich persönlich, dieses Video ist Beweis, subhanallah, das Islam ist die Wahrheit, dass es Hajj, Pilgerfahrt, muss zu Mekka. Halt euch fest. Wallahi, halt euch fest. Wir fangen schon, inshallah. Mit dem Bibel Exodus 5,1. Danach gingen Moses und Aaron zu Pharaon und sagen, so spricht Jehovah, der Gott Israel. Wer spricht? Gott, Allah, lass mein Volk ziehen, damit sie in der Wüste ein Fest feiern können. In der Wüste haben die das verändert hier. Auf Deutsch und Englisch haben das verändert. Was für Feste in der Wüste? Weißt du, Wüstefest? Lass euch überraschen. Du gehst einfach in bibelhub.com. Schreibst du Exodus 5,1. Bitte, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig für jeden Muslim, für jeden Christ, für jeden Jude, der die Wahrheit sucht. Schreibst du Exodus 5,1, Bible Hub, H-U-B, Hub. Du gehst, dann bekommst du diese Vorschläge, dann die mehrere Verse von dem Exodus, verschiedene Bibel. Dann gehst du auf Hebräer. Du gehst auf Hebräer, dann macht er dir auf, dein Vers mit dem Namen, so ungefähr. Ich werde das inshallah posten. Dann in dem Vers steht Nummer 2287. Ist in jeder Wort in der Bibel hat die Nummer. Nummer 2287. Bitte halt euch fest. Wallah, ist ein Schock. Ist ein Schock. Deswegen, ich habe diese Info schon lang, aber ich wollte beim einen Debatte diese Satana, weißt du, aber halt euch fest. 2287, da steht Wayahujun, Wayahujun auf Arabisch, Allahu Akbar, Wayahujun, Wayahujun auf Hebräisch. Was bedeutet Wayahujun? Pilger fahren. Lass mein Volk, Gott sagt, lass mein Volk Pilger fahren. Schock's noch mehr. Schock's noch mehr. Wallah, ganze Haut. Schock's noch mehr. Überraschung ist noch mehr. Du drückst auf diese Buchstabe, Nummer 22, habe ich gesagt, 87, drückst du, dann kommst du zur Erklärung. Allahu Akbar, halt euch fest. Die Erklärung steht Pilgerfest, Arabisch Hajj, steht dort. Oneself to, toward an objective, to renounce, make pilgrimage. Das machst du eine Hajj, eine Pilgerfahrt, wo Mekka, ja, Ibadallah, Mekka, ja, Ibadallah, steht. Pilgerfahrt zu Mekka. Nicht Jesus Gott oder Pilgerfahrt irgendwo. Nein, ihr müsst Pilgerfahrt zu Mekka und folgt Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Video, ich weiß, ist ein Schock für alle. Mekka steht. Macht er jetzt, nach diesem Video, macht das, bevor das die verändern. Weil die verändern immer die Übersetzung und alles. Macht diese sofort. Bible Hub. Und gehst du, wann du findest ein Wort, dass ich lüge, komm zu mir, sag, Hamdi, du lügst. Mekka steht. Make a pilgrimage. Mach eine Pilgerfahrt zu Mekka, ja, Ibadallah, steht dort. Und sogar Muhammad, sein Name, steht auch.
Wallahi, ich will nur euch nur die Augen aufmachen. Diese Verse, Wallah, subhanallah, wenn ich das erklärt habe und dann durchrecherchiert über ganze Haus, subhanallah, sage, und da kommt dieser Satan, deswegen, ich will immer debattieren auf Arabisch. Viele sagen, debattiere ihm. Er steht nicht einmal 2 Minuten. Wenn ich wäre für Allah, dass nicht einmal 2 Minuten steht, das sind Fakten von seinem Buch, von seiner Erklärung. Deswegen sage ich, wenn ich sage, dass er läuft weg, ich mache keinen Spaß. Dieser Kufur pur auch. Er sollte, deswegen die haben Angst, mich zu debattieren. Steht Mekka, du sollst dich begeben, mich zu Mekka. Und du sagst zu Mekka, es geht in deine Reihe und lüge. In deinem Buch befehlt dich, dass du Mekka gehst. Allahu Akbar. Ich gebe euch noch einen Schock, eine Überraschung, eine frohe Botschaft der Muslime und einen Schock für diese Typen. Und eine frohe Botschaft auch die Christen und die Juden, die Wahrheit suchen. In Iob, zeig euch jetzt Islam, Muslim, was bedeutet. In Iob 22, 21. Werden sein Freund, das ist der Meinung und der Umkehren und der Mut, werden seine Freunde und halten Friede. Friede. Nur dadurch kommt das Gut zu dir. Da viele sagen, ja, und Friede, was ist das? Nein, sagst du euch, geh wieder bei Belhub. Du findest den Namen Usallam, 7, die Nummer, wieder Babel, H, du schreibst du Iob 22, 21, schreibst du Hebrew, trägst du oben Hebrew, dann kommt der, macht er eine Tabelle, in dieser Tabelle steht dann die Erklärung von jedem Wort. Und jeder Wort von Usallam, 7999, 7999. Drückst du diese 7999, was kommt da? Halt euch fest. Wallah. Halt euch fest. Steht dort, erklärt, das ist ein Verb, completed sound, sound, late Hebrew, das, also erklärt, steht auf Arabisch, be safe, selim, be safe, das heißt gerettet, secure, geschützt, deswegen wir sagen auch Islam, Islam ist be safe, glauben an Allah, glauben an Gott, free from foul, frei von Götzendienerei, das ist das Leben. Salam, Friede, Stesleme. Das heißt, du ergibst dich zum Allah Azza wa Jal. Wie Jesus sagte, nicht meine Wille, sonst deine Wille. Das heißt, Gott ergeben bedeutet das Islam. Es geht noch. Submit oneself, especially to God. Ergebe dich zum Gott. Infinitiv, properly submission to God. Whence Participle Muslim. Muslim steht dort. Bibelhub, gehst du dort und schaust. Muslim. Wallah, ya'arifunahu kama ya'arifunahu ibnah. Die kennen Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie ihrem eigenen, das ist der wahre Prophet. Das ist der Islam, ist die Wahrheit. Wallah, aber die wollen das nicht einfach, weil der Shaitan hält denen fest. Und diese Missionare, die haben viele Leute gebracht in die Irre. Deswegen, wenn ich sage, dass diese Prinzessin, wenn er mit mir debattiert, erhaltet nicht einmal 2 Minuten. Wenn ich sage, deswegen, auf Englisch kann ich nicht so schnell finden, aber Wallah, auf Arabisch, 2 Minuten, jeder Missionar. Und übersetze diese Video von mir und gib zu jedem Missionar auf dieser Welt, der größte Missionar, I challenge him, ich fordere ihm aus, dass er mir debattiert. Jeder Missionar. Und ich sage auch zu den Brüdern, die haben Kanäle und so, übersetzt diese Video auf Englisch, auf Arabisch, auf Deutsch, auf Aramäisch, auf Japanisch und verkündigt Botschaft Allah. Islam steht im Bibel bei denen, dass die müssen Muslime sein. Hajj steht in Mekka, subhanallah, du müsst Pilgerfahrt zu Mekka wie die Muslime. Mehr Ausrede habt ihr nicht. Ich sage das nur zu den Christen, die Wahrheit suchen. So unser auch mit Menschen, die Juden. Ich meine nicht böse, ich meine nur, dass die Wahrheit ist vor euren Augen. Wallahi, die Wahrheit ist vor euren Augen. Ich weiß, dass die Juden glauben an einen Gott, nur einen Schritt noch zum Islam. Ihr seid nicht so weit. Die Christen, haltet euch fern von der Götzendienerei, haltet euch von der Gott 3 in 1, kommt zum Islam. Ich lade euch herzlich, ich meine nicht böse, ich meine nur für euch Gottes. Das ist alles von mir heute. Wallah, dieses Video. Ich wollte das, weil Prophet Muhammad hat gesagt, wer Wissen hat, also das verkünden, braucht nicht. Ich wollte nur auf einer Debatte das alles aufdecken, dass die Debatte, der Gegner, was er mir debattiert, schocken sein Leben, aber leider, keiner traut sich. Deswegen,
Islam ist die Wahrheit. Ob du willst oder nicht, steht schwarz auf weiß, wie ich euch gezeigt habe. Kommt zu der Wahrheit. Ich meine nicht böse, ich meine nur gut für euch. An die Muslime, standhaft bleiben. Ihr seid auf dem richtigen Weg. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أن